ist es denn schon wieder? Soweit ist es. Hier ist die wunderbare Welt des Herrn Ebert. Herzlich willkommen. Die Troika hat ihren Dienst getan. Ob alles besser wird, das erfahren wir in den nächsten Wochen. Und Sie erfahren es zuerst in dieser Sendung. Heute geht es aber nochmal um den größten Erfinder unserer Zeit, sagen die einen. Um das größte Arschloch unserer Zeit, sagen die anderen. Und heute geht es um Steve Jobs. Nein, wie hieß er? Der mit der, so einen Aufkleber will er uns verkaufen für 76,50. Wir sind sehr gespannt. Es geht um natürlich Herrn Ramsauer aus Bayern. Das alles in dieser wundervollen Unterhaltungssendung. Und zuerst werden wir uns natürlich mal mit einem Phänomen dieser Tage beschäftigen, nämlich die Menschen reden über Dinge, von denen sie offensichtlich überhaupt nichts verstehen. Schauen Sie mal. Kennen Sie diesen Mann? Also gesehen habe ich ihn. Er sagt mir vom Gesicht ja was, aber helfen Sie mir bitte weiter. Unsere zweite Frage wäre, ob Sie diesen Mann kennen. Und Frage Nummer 3. Kennen Sie diesen Mann? Das könnte der Komiker sein, der die Fahrpreise erhöht. Herr Ramsau? Ja, super, der ist es. Nee. Nein. Nein. Kleine Idee, wer das sein könnte? Politiker. Oh, da haben Sie mich aber völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Irgendeine Idee? Französischer Staatschef? Ja, die Richtung ist richtig, Politik stimmt. Ich zeig noch mal ein anderes Bild. Wie sieht's mit dem aus? Oh, ich bin ganz schlecht mit Gesichtern und wenn es dann auch noch um Politik geht, noch schlechter. Okay, er spielt auch Klavier. Hilft das weiter? Nee. Ich zeige es auch noch mal in die Kamera. Ist der Verkehrsminister, ne? Das ist eine gute Frage. Okay, es gibt eine zweite Chance. Ja. Wer ist der? Das ist doch der gleiche nochmal, ne? Ja, stimmt. Und Frage 3. Ich würde sagen, auch nochmal, aber wer auch immer das ist. Okay. Kleine Idee, irgendwas in die Richtung? Sorry, nee. Nicht wirklich. Okay, zweite Chance. Einen haben wir noch? Nein. Und der hier? Nein. Können wir die mal alle nebeneinander sehen? Das ist der gleiche. Ui. Ja, ne? Ich kann auch enthalten. Wirklich? Na gut. Dann. So, jeder das ist halt wirklich derselbe. Oh, Leni, ja. Nicht schlecht. Ist das denn wirklich? Ja, guck doch. Mit Autobahnmaut zu tun? Verkehrsminister. Ja. Aber wie heißt, keine Ahnung. Es fängt mit R an. Wie heißt der Verkehrsminister? Ramsauer. Oh, Ramsauer. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Hilfe. Ramsauer, genau. Genau. Danke, herzlichen so heißt Glückwunsch, er. Das war's. Super, na bitte, vielen Dank. Na bitte. Ja, wenn man denkt, als die damals vom Krieg die Reichsautobahn gebaut wurden, hat die damalige Deutsche Reichsbank... Wer hätte es gedacht? Schön, dass Sie hier bei der wunderbaren Welt des Herrn Ebert sind. Die gibt es übrigens auch im Netz, die Show. Gucken Sie mal unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse. Ist völlig elektronisch heute, woran das nur liegt. Ne? Also gucken Sie mal unter der folgenden E-Mail-Adresse. Da finden Sie auch alle Ausgaben, die es jemals gab. Und mit ein bisschen Glück und Erfindungsgeist finden Sie auch alles, was es jemals geben wird. Also, wissen Sie Bescheid, suchen Sie uns im Netz. Jetzt gehen wir in ein klein bisschen Pause zum Surfen. Sagt man das so heutzutage? Ich denke ja. Und wir sehen uns gleich wieder zu diesem Mann. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Es ist die traurige Wahrheit, aber 80 Millionen Menschen in Deutschland sind jetzt ohne Jobs. Bis jetzt gab es das nur in Mecklenburg-Vorpommern. Rest in Peace an dieser Stelle und trotzdem gibt es von der Firma Apple noch Neuigkeiten, nämlich ein neues iPhone, das neue iPhone 4 GSD. Wie heißt das? Wissen wir. Das neue iPhone, was es kann und was es uns nützt in Zukunft und wie es unser Leben schöner macht, das sehen Sie hier. Das ist das iPhone und das hier ist das iPhone 4 GS. Überzeugend in Farbe, Form und
und Funktion, das neue iPhone 4GS. Natürlich kann man mit dem neuen iPhone 4GS ins Internet gehen, aber es kann noch mehr. Das neue iPhone 4GS ist wasserdicht, sehen Sie selbst. Und unser Tipp: Lassen Sie sich beim Telefonkauf nicht in die Pfanne hauen. Das neue iPhone 4GS, natürlich aus dem Hause. Und schon ist die Welt wieder ein klein bisschen besser geworden. Schön, dass Sie die einzige Sendung im deutschen Fernsehen gucken, in der geraucht werden darf. Die Band ist amüsiert und die Band heißt Milchmädchen und Julia ist die Frontfrau dieser wundervollen Kapelle. Ist heute hier. Julia, warum heißt die Band Milchmädchen? Ersparen wir uns? Ja? Danke, danke. Aber du bist die einzige Frau unter 1, 2, 3, 4 Männern? Gedacht sind es aber auch Mädchen. Also wenn du wüsstest, was bei uns im Proberaum passiert. Es ist sehr zickig mit allen. Deswegen heißen wir Milchmädchen. Und euer Song Angelina, den hören wir heute noch, ist ja jetzt nicht so direkt ein Ballermann-Hit. Nee, also ich dachte, wir haben Mallorca jetzt abgesagt, aber wir dachten, das kommt hier in Kassel ganz gut und auch im Rest von Deutschland und dann vor allen Dingen da, wo die Plattenbauten stehen, weil das kommt auch drin vor und in Frankfurt, das kommt ja auch drin vor, wird das ein absoluter Hit werden. Und es geht um zwei Frauen, die sich verliebt, das ist ja im Prinzip schwule Mädchen 2.0. Das hätte ich besser nicht sagen können, muss ich sagen. Jetzt sind Sie natürlich zu Recht total gespannt zu Hause und wollen wissen, wie sich dieser Song anhört, worum es da geht und so weiter. Ihr werdet ihn heute hier in diesem Wohnzimmer mit voller Orchestrierung spielen? Ja, also solange bis die Nachbarn klingeln und sich beschweren, werden wir das machen und das ist auch das erste Mal in einem Wohnzimmer und wir freuen uns auch. Wo spielt ihr sonst, also wenn ihr nicht gerade hier in meinem Wohnzimmer seid? In Küchen, wir haben auch schon mal in Badezimmern gespielt. Nein, wir haben diesen Sommer sehr viel auf Christopher Street Days gespielt. Das sind diese Events, wo die ganzen Schwulen und Lesben sind und auch Leute, die zugucken dürfen, also Heteros, sehr lustig. In München und so, das war wirklich sehr. Ich finde es Heteros sehr lustig. Es kommt drauf an. Heute Abend, ja. Weil welche im Raum sind wahrscheinlich. Genau, das muss ich ja jetzt sagen. Nein, weil auch die Band ein paar dabei sind. Aber sie haben sich noch nicht als Hetero geoutet. Wir hören jetzt diesen wundervollen Song und bitte nehmen Sie das Leben leicht, auch wenn es um zwei Frauen geht, die sich verlieben. Und wie, ja. Verlieben leicht gemacht mit Angelina. Das hören wir jetzt. Angelina, hier ist die Band Milchmädchen. Sprachenbände fanden sich am Taxistand.
Julia, super Lied. Danke, ich weiß. Und jetzt sollten wir darauf anstoßen. Ja, und das machen wir hier mit Plops Bier. Oh ja. Prost. Also Plops. Prost, meine ich. Oh, was ganz schön. Ausgezeichnet. Es ist mir eine Freude. Die erste Frau, die im Fernsehen Bier trinkt. Ich glaube auch. Also direkt nach den Frauenrechtlerinnen der 70er Jahre. Am liebsten. Wenn meine Frau Klöße zubereitet, sind sie leicht und bekömmlich. Ich weiß. So, jetzt aber weiter im Text. Und zum Wohl. Entschuldigung für die plumpe Störung. Ich bin in Hessen geboren, aber irgendwo in Bayern hat mich jemand gefunden und rausgeworfen. Deswegen meine Bitte an euch. Lasst mich rein. Euer Bundestrojaner.